Hast du das Gefühl, immer wieder vor denselben Herausforderungen zu stehen? Vielleicht hast du hart gearbeitet, vieles erreicht und doch spürst du eine innere Leere. Du bist erfolgreich, beruflich hast du einiges geschafft, vielleicht genießt du auch ein gutes soziales Leben, aber irgendetwas fehlt. Du fühlst dich alleine, unverstanden und obwohl das Außen funktioniert, erfüllt es dich nicht wirklich. Du fragst dich vielleicht, warum? Warum fühle ich mich trotz all der Erfolge so leer und unzufrieden? Im Internet hört man ständig, dass man nur positiv denken soll, das Gesetz der Anziehung anwenden und höher schwingen muss, um all diese Probleme zu lösen. Doch seien wir ehrlich, das klingt oft viel einfacher, als es in der Realität ist. Wie soll man dauerhaft positiv denken, wenn tief in einem alte, unbewusste Frequenzen wirken, die das Gegenteil suggerieren? Ohne die Bewusstmachung dieser unterbewussten Schwingungen ist es kaum möglich, wirklich etwas zu verändern. Und genau darauf kommen wir später im Video noch ausführlich zu sprechen. Schau dir dieses Video also unbedingt bis zum Ende an. Du bist nicht allein. So viele Menschen befinden sich heute in einem Zustand, in dem sie das Gefühl haben, festzustecken. Sei es auf einer persönlichen oder beruflichen Ebene. Sie spüren diese unsichtbaren Barrieren, die sie immer wieder zurückhalten, sei es in Form von innerer Unruhe, unerfüllten Beziehungen oder dem nagenden Gefühl, dass trotz äußerem Erfolg etwas Essentielles fehlt. Aber was, wenn ich dir sage, dass diese Blockaden, die dir heute im Weg stehen, nichts anderes sind als tief sitzende unbewusste Muster, die du in deiner Kindheit übernommen hast? Muster, die so tief in deinem Unterbewusstsein verankert sind, dass du sie gar nicht bemerkst. Doch sie bestimmen maßgeblich die Richtung deines Lebens. Alles im Leben ist Schwingung, sagte bereits Albert Einstein. Was er damit meinte ist, dass alles, jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Erfahrung eine bestimmte Frequenz hat. Als Kinder sind wir wie Schwämme, die alles um uns herum aufsaugen. Und da wir noch nicht die Fähigkeit haben, diese Informationen zu filtern, übernehmen wir unbewusst die Frequenzen und Muster unseres Umfelds. Diese Frequenzen prägen dann unser weiteres Leben, ziehen laut dem Gesetz der Anziehung immer wieder ähnliche Situationen und Herausforderungen an, die genau diese Muster bestätigen. Denk einmal an die ersten Jahre deines Lebens. Vielleicht wurdest du in einem Umfeld groß, in dem es als unangemessen galt, deine Gefühle offen zu zeigen. Möglicherweise hast du früh gelernt, deine Emotionen zu unterdrücken, weil du das Gefühl hattest, dass sie nicht willkommen waren. Oder vielleicht hast du bereits als kleines Kind erfahren, dass es sicherer ist, deine Träume und Wünsche zu verstecken, weil du gelernt hast, dass sie sowieso nicht realisierbar sind. Diese unbewussten Glaubenssätze können tief in uns verankert sein und dazu führen, dass wir als Erwachsene Schwierigkeiten haben, authentische Beziehungen zu führen oder unsere wahren Wünsche und Lebensaufgaben zu leben. Was dabei oft vergessen wird, diese Muster entstehen häufig in scheinbar harmlosen alltäglichen Situationen. Es muss kein traumatisches Ereignis sein, das diese Blockaden hervorruft. Im Gegenteil, es können Momente sein, die uns heute völlig belanglos erscheinen. Ein einfaches Beispiel, vielleicht hast du als kleines Kind eine Bemerkung gehört wie Träume sind nur was für Kinder oder hör auf zu weinen, das bringt doch nichts. Diese Worte mögen heute unwichtig erscheinen, aber als Kind können sie dazu führen, dass du unbewusst den Glaubenssatz entwickelst, dass deine Träume und Gefühle nicht wertvoll sind und besser unterdrückt werden sollten. Diese Erlebnisse mögen heute aus deiner bewussten Erinnerung verschwunden sein, aber die energetischen Schwingungen und Glaubensmuster, die dabei entstanden sind, wirken weiterhin in deinem Leben. Wir erinnern uns oft nicht einmal an die Situationen, in denen diese Glaubenssätze entstanden sind. Sie sind tief im Unterbewusstsein verborgen und steuern uns von dort aus. Doch auch wenn sie im Verborgenen wirken, haben sie großen Einfluss auf unser Verhalten, unsere Entscheidungen und die Menschen und Situationen, die wir in unser Leben ziehen. Vielleicht hast du bereits Erfolg, du hast es beruflich weit gebracht, vielleicht besitzt du sogar materiellen Wohlstand. Doch trotz all dieser äußerlichen Errungenschaften fühlst du eine innere Leere, ein Gefühl der Entfremdung und Einsamkeit. Auch hier liegt der Grund oft in den tief verwurzelten Glaubenssätzen, die du als Kind übernommen hast. Vielleicht hast du gelernt, dass Liebe und Erfolg unvereinbar sind. Oder dass du nur dann etwas wert bist, wenn du Leistung bringst. Diese inneren Programme können dazu führen, dass du den Kontakt zu deiner wahren Essenz verlierst. Und egal, wie viel du im Außen erreichst, du wirst immer das Gefühl haben, dass etwas fehlt.
Doch die Lösung liegt nicht darin, das Außen zu verändern. Es bringt nichts, von einem Job in den nächsten zu springen oder zu versuchen, deine Lebensumstände im Außen zu manipulieren. Affirmationen zu sprechen oder sich neuen Zielen zu widmen, mag kurzfristig helfen, aber solange du die zugrunde liegende Frequenz nicht änderst, bleibst du in diesem Kreislauf gefangen. Wir können Probleme nicht mit der gleichen Denkweise lösen, mit der sie entstanden sind, sagte Albert Einstein einmal. Was bedeutet das? Die wahre Veränderung muss im Inneren geschehen. Die Wissenschaft hat längst bewiesen, dass unser Gehirn in den ersten Lebensjahren besonders formbar ist. Der Neurobiologe Dr. Bruce Lipton zeigt in seiner Forschung, dass Kinder bis zu einem Alter von etwa 7 Jahren überwiegend in einem Zustand der Theta-Gehirnwellen leben. Einem Zustand, der tief mit dem Unterbewusstsein verbunden ist. In dieser Phase absorbieren wir Informationen, ohne sie zu hinterfragen oder zu analysieren. Es ist, als ob wir in diesen frühen Jahren eine energetische Blaupause von der Welt um uns herum aufnehmen, die später unsere Realität bestimmt. Die gute Nachricht ist, wir sind nicht Opfer dieser alten Frequenzen und Muster. Du hast die Macht, diese Frequenzen zu ändern. Und hier setzt der wahre Schlüssel zur Transformation an. Es geht nicht darum, äußere Umstände zu kontrollieren oder zu verändern. Vielmehr müssen wir lernen, die tiefen, oft unbewussten Glaubenssätze und Schwingungen, die wir in uns tragen, bewusst zu machen und zu transformieren. Wie geht das? Durch bewusste Techniken, die wir hier bei Best of Me anbieten. Es gibt verschiedene harmonische Ansätze, wie du diese inneren Muster auflösen und die Frequenz deiner Schwingung anheben kannst. Ob durch Meditation, energetische Heilmethoden oder die Arbeit mit dem inneren Kind. Der Weg zur Transformation führt nach innen und es ist eine Kombination aus allen genannten Optionen. Besonders wirksam sind die Techniken, die sanft, aber tiefgehend ins Unterbewusstsein eintauchen, um diese verborgenen Muster hervorzuholen und zu verändern. Wir bieten dir Methoden, die nicht nur effektiv, sondern auch harmonisch und sanft sind, um sicherzustellen, dass du diese tiefen Schwingungen in dir transformierst, ohne den Druck, alles sofort verstehen oder wissen zu müssen. Eine Frau, die immer wieder in toxische Beziehungen gerät, kann jahrelang im Außen nach dem richtigen Partner suchen, doch solange ihre innere Schwingung auf Mangel und Schmerz programmiert ist, vielleicht weil sie als Kind eine verzerrte Vorstellung von Liebe vermittelt bekommen hat, wird sie immer wieder auf ähnliche Beziehungsmuster stoßen. Erst wenn sie diese innere Frequenz transformiert, wird sie in der Lage sein, eine erfüllte Partnerschaft anzuziehen und zu leben. Oder ein Mann, der äußerlich erfolgreich ist und sich dennoch innerlich leer fühlt, könnte sich von der Idee getrieben fühlen, dass er immer mehr erreichen muss, um sich selbst zu beweisen. Doch dieser ständige Drang nach äußeren Erfolgen ist oft nur ein Symptom dafür, dass in seinem Inneren ein Gefühl der Unzulänglichkeit oder Einsamkeit schwingt, tief verankert in den frühen Jahren seines Lebens. Solange er nicht die Frequenz dieser unbewussten Glaubenssätze verändert, wird er weiterhin von außen Bestätigung suchen, ohne jemals wahre Erfüllung zu finden. Verstehst du, was das bedeutet? Es liegt nicht an den äußeren Umständen, dass du immer wieder die gleichen Hindernisse erlebst. Es liegt an der inneren Frequenz, die du unbewusst in dir trägst. Doch das Schöne ist, du hast die Macht, diese Frequenz zu ändern. Indem du bewusst die alten Muster aufdeckst und loslässt, kannst du dein Leben auf einer völlig neuen Schwingungsebene erschaffen. Lass mich dir abschließend sagen, die Blockaden, die du heute fühlst, sind nicht das Ende. Sie sind vielmehr ein Hinweis auf das, was in dir verändert werden möchte. Sie sind ein Ruf, tiefer zu gehen, bewusster zu werden und deine wahre Lebensaufgabe zu finden und zu leben. Die Transformation beginnt in dir und sobald du deine innere Schwingung änderst, wird sich auch das Außen ganz von selbst verändern. Um diesen Prozess zu starten, biete ich dir ein kostenfreies Analysegespräch an. In diesem Gespräch können wir gemeinsam herausfinden, wo genau deine unbewussten Blockaden sitzen. Es ist der erste Schritt, um die tiefen Muster zu erkennen und zu transformieren, damit du deine wahre Lebensaufgabe leben kannst. Ich freue mich darauf, diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen. In diesem Sinne, alles Gute, dein Dominik.